Hallöchen, ein wunderschönes herzliches Willkommen zu unserem Unbox-Video zum LS17 die Collector's Edition. Jetzt mit dem neuen Handy, das heißt hoffentlich bessere Qualität. Und oh, das sieht ja richtig geil aus mit dem neuen Handy. So, wir haben gerade die Folie drum gemacht, das heißt, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich weiß noch nicht, wie was hier aussieht. Wir tun das jetzt mal ganz deutlich ab. So ein dämlicher Klebepunkt. Wird jetzt mal langsam nachgeben, sonst reiße ich die ganze schöne das Box kaputt. Ich muss mal einmal kurz. Oha, oha. Ich habe sie geöffnet. So, jetzt muss ich mich auch erstmal hinsetzen. So, also ich weiß nicht, wie das Video ist. Tada! Oh, geil. LS, LS. So, PC ist gestartet. Das heißt, direkt gleich installieren. Erstes haben wir dieses LS17 Band, also zum Umhängen. Ja, die Öffnung auch aufgehen würde. Ach, Scheiße. Also, ich muss ihn mal eben kurz weglegen. So, wir sind zurück. So, jetzt haben wir den Landwirtschaftssimulator Umhängedings mal abgemacht. Da steht einfach Landwirtschaftssimulator drauf. Sieht schon geil aus. Ich nehme direkt mal um Hals. Ist ja noch kein passendes Gegenstück. Aber kann man ja noch dran machen. Ja, dann wie im LS15er. Der New Holland ist jetzt Schafstellen? Fragezeichen. Na. Arschloch. Ich muss das hier so hinhalten. Haben wir jetzt den Fendt. Na. Arschloch. Dann haben wir den Fendt 926 Vario, was auch das Titelbild vom LS17er ist. Dann haben wir exklusive Hintergründe zum LS17 und Modding Video Tutorial DVD. Ganz schick. Schick in schwarz-grau gehalten. Geil. Dann die allzeit beliebten Sticker. Ich führe sie euch mal eben vor. Moment. Wir haben hier von Challenger. Von natürlich, was auch sonst nach seit dem LS9 endlich mal wieder im Landwirtschaftssimulator Fendt. Dann haben wir Massey Ferguson, ganz geil. Dann haben wir Vatra, auch sehr, sehr nice. Endlich ist das Bild mal schön scharf. Dann haben wir Rossel, ich jetzt eigentlich Rosselmesh, alles klar. Ja, schick. Dann Joskin auch mal drin, ist auch ganz schön. Dann Horsch natürlich wieder, ist doch ganz klar. Stihl, Motorsägen, warum nicht? Ja, dann haben wir Tellenborg. Auch ganz nice. Und die sich um die Tiere so wunderbar kümmern, Lili. Ja, das waren die Sticker. Was haben wir noch alles so Schönes drin? Wir haben hier so schöne Screenshots als Bilder. Warte mal, ich muss sie mal rausnehmen. So, wir haben die schicke Frau. Das sieht alles sehr, sehr geil aus. Sieht aus wie Moderationskarten. Boah, die sehen schon geil aus. Schönen Screenshots, die schönsten Ecken. Ich muss dazu sagen, ich habe mir nur 30 Minuten mal Videos vom LS17 angeguckt, obwohl es ja viel, viel mehr Material gab. Ich habe es deshalb nicht gemacht, denn naja, ich wollte mir nicht so viel wegnehmen vorher. Und ja, von daher gibt es das erst jetzt alles. Naja, gucke ich mir das jetzt alles an. Also ich muss echt sagen, die sehen echt sehr, sehr geil aus. Das ist das Geilste. So, und jetzt kommt das Allerwichtigste. Na, leck mich doch am Arsch. Hallo. Ja, LS17. Und ich merke, da ist schon das Poster drin. Ich muss das mal eben jetzt erstmal wie aufkriegen. Ah, ich muss mal eben kurz cutten. So, da sind wir zurück. Wir haben jetzt mal eben die vom Spiel von Packung was gemacht. Da kriegen wir uns direkt so einen schönen Flyer dabei von einer Community. Und auf der Rückseite sind einige Tastenbelegungen oder Tastaturbefehle. Die muss ich mir natürlich auch fürs G27 und für den Joystick merken und dann alles umändern noch. Das wird noch alles sehr lustig. Ja, dann was haben wir hier? Dann haben wir noch den schicken Wohnungstraktor, wie es im LS15 auch gab, wo man dann nach einem Dreivierteljahr auf die Downloadseite nicht mehr kam, um das schicke Gefährt zu downloaden.
Ja, sieht schon geil aus. Dafür direkt noch einen zweiten, den Challenger und einen Fendt, die 939 Black Beauty Edition. Und wir haben den Challenger, den MT700. Schätze ich das jetzt mal langsam hier scharf? Hallo. Oh, Leute, ja, ich muss nur noch ein bisschen. Aha, so MT700e Steel Edition, auch schick im Schwarz. Ja, das dazu. So, dann natürlich die, wollte sagen, Betriebsanweisung. Nein, das Handbuch mit dem Installationscode, allen möglichen Krimskrams drin, brauche ich nicht. Nur Frauen brauchen Anleitungen. So, was haben wir denn noch alles? Mensch, das wird hier immer mehr. Ach, da sind nochmal zum Modding. Das ist jetzt das Modding-Tutorial, wo ja im letzten LS ja so ein XXR-Buch war. Ist das jetzt hier kurz und kompakt in dem schicken schwarzen Heft? Geil. Dann die allzeit beliebte Karte, also das Poster als Karte. Mein LS15er Poster hängt. Die muss ich mir jetzt mal einmal angucken. Also, wie gesagt, ich habe nicht viel vom Dings gesehen, von daher. Sollte es aber soweit erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dem Unboxing vom LS17er. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten LS15 Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye bye.